Morgen. Zum Glück haben wir Katzen. Der Hahn, ich gräte schon, die war gar nicht richtig angestellt. Er muss richtig, dieser Schieberegler muss ganz rüber sein, da muss dieser Kopf zu sehen sein, dieser Hahnenkopf im Display, damit man, aber damit die angestellt ist. Wahrscheinlich war das wieder nicht, ich habe es nicht beachtet. Sonst achte ich eigentlich immer noch auf was anderes, aber anscheinend nicht. Oder ich habe ihn ausgemacht und weiter geschlafen, was ich aber nicht glaube, ich habe ihn nämlich nicht gehört. Um 5.43 Uhr habe ich den Mia gehört. Ja. Gut, alles nur rechtzeitig. Alles gut, und selbst wenn ich später aufstehe, mein Gott, ist bei mir ja völlig Wumms. Dann ist es halt einfach länger oder wie auch immer. Vielleicht mach weniger. Oh Gott. Na, nach dem Minus oder so. Ist ja auch, das braucht nicht so Problem. Also, würde ich wahrscheinlich eher länger machen. Ist ja blöd, aber wäre kein Beinbruch. Blending. Die Rechner schon mal angemacht da drüben. Wenn ich nebenbei ab und zu mal Video gucken kann. So hörspielmäßig. Mache ich ja ganz gern mal. Ja. Das sieht aus. Ich bin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt genau sehen kann, aber es ist so richtig bis ans Auge angeschwollen, dass ich immer das Gefühl habe, ich sehe nicht richtig, obwohl es ja nicht wirklich viel ist. Aber das schränkt einen schon ein. Naja, wie gesagt, Hörnchenverlagerung. Was das wieder ist. Naja, wie dem auch sei. Ich habe es gestern geschafft, alle drei Bücher auszulesen. Und zwar noch, ich habe schon gesagt, ich muss bis halb elf oder so mindestens lesen. Nö. 2:50 war ich fertig mit allem. Ja, kurz nach, also wann war das? Um 8:30 ungefähr war ich mit dem Pferdeflüsterer fertig. Und kurz nach 9 mit Ich bin der Abgrund. Und dann, wie gesagt, 8:50 mit Selenes Geschichte 1. Genau. Wow. Und wie ich vermutet, hat das E-Book wirklich 10 Kapitel gehabt. Ja. Und jetzt habe ich mir schon das nächste E-Book gekauft. Die Vorgeschichte von Dark Elements. Bittersüße Tränen. Das hat so um die 150 Seiten. Das möchte ich gerne bis morgen ausgelesen haben, weil übermorgen fangen wir mit Dark Elements Band 1 an. Ich würde gerne die Vorgeschichte vorher lesen wollen. Genau. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir niemals skeptisch, obwohl. Naja, ist ja. Ich glaube 50 Seiten pro Tag, aber es ist ja gar nicht 50 Seiten, das sind ja so 75 Seiten. Circa, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber auch das ist noch im Rahmen. Das müsste eigentlich gehen. Gucken wir mal. So. Genau, ich habe auch gestern Abend dann keinen Schnipsel für den Lesemonat gedreht, weil ich will einfach nur lesen und danach schlafen gehen. Das heißt, das werde ich nachher noch machen. Gleich im Anschluss quasi, wenn ich irgendwie Luft habe. Damit ich es nicht wieder vergesse und überhaupt und sowieso. Genauso meinen kleinen Neuzugang für diesen Monat. Und dann muss ich heute endlich die beiden anderen Leseschnipsel abdrehen. Ich habe gestern nichts weiter gemacht. Ich habe gestern nur gemacht, was ich machen musste. Ich habe auch das Leseupdate für Instagram gestern nicht gedreht, obwohl ich es überlegt hätte, ob ich es mache. Aber ich hatte gesagt, der eine Tag ist es auch, glaube ich, beim Januar auch gemacht, dass ich den am Dienstag dann gedreht habe. Dann ist auch gut. Und ja, ich hatte auch gestern keine Zeit. Ich habe den hinteren Flur noch gemacht. Das habe ich geschafft. Ich habe das eine schon geguckt. Was habe ich noch gemacht? Ach ja, Animal Crossing gespielt. Kann aber dann so. Nicht wieder verpassen. Genau, habe ich auch gemacht. Und dann war ich fertig. Und dann habe ich nur noch gelesen. Ah ja, einen Vlog geschnitten natürlich. Genau. Jo. Genau, und das hat irgendwie alles. Das in der Zeit ist gestern so gerast. Keine Ahnung, was da los war. Ja, aber ich habe alles geschafft. Das ist gut. Und jetzt hocke ich hier schon wieder am Arbeiten und dann gucken wir, was der Tag bringen mag. Oh Gott, schön. Ja. Und, habe ich schon gesagt. Glaube ich. Habe ich das schon gesagt? Bestimmt habe ich das schon gesagt mit meinem Sub, dass der gerade nicht so beängstigend aussieht wie noch vor ein paar Tagen. Allerdings ist alles dann vorübergehend. Das ist alles noch so falsch.
weil hier nicht alles eingetragen wurde, vor allem nicht im Anfang. Da habe ich ja nichts eingetragen. Aber, Freunde der Sonne, ich habe meine älteste Subleiche gelesen. Die älteste, die wirklich älteste. Die einzige, die ich ja nie angefangen hatte zu lesen. Ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Weil ich immer gedacht habe, das lese ich doch nie. Das lese ich doch nie. Echt ein gutes Gefühl. Und ich habe auch schon überlegt, Drachenelfen, diese netten Bücher hier, ja, wenn man jetzt hier so zwei Stück sieht, sind ja auch fünf Bände, müssten es sein. Und die haben ja alle so, ob sie alle über 1000 Seiten haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der erste Band auf jeden Fall über 1000 Seiten. Habe ich überlegt, ob ich die einfach mal irgendwann parallel zu allem lese, dass ich mir sage, okay, jeden Tag ein Kapitel, dann zieht sich halt über mehrere Monate hinweg oder so. Oder ich muss halt gucken, wie viel Kapitel muss ich lesen, um das bis zum Ende des Monats zu schaffen oder so ein Kram. Dass man sich da mal wieder so ein, ja, so ein paar Abschnitte einteilt oder sowas. Muss ich mal gucken. Weil ich, sonst würde ich die ja nie lesen, sonst würde ich ein Buch im Monat lesen und das war's. Oder halt wirklich immer, also ich würde sagen, ich lese ein Kapitel im Monat, im Monat, am Tag und dann zieht es sich über mehrere Monate hinweg. Wäre ja auch okay. Also sonst würde ich die ja nie lesen. Ich würde die nicht danach greifen, weil die einfach so fett sind. Ja, muss ich mal schauen, aber ich würde sie ja halt gerne lesen wollen. Das ist mein Problem. Aber erstmal habe ich meinen Lesestapel, der da so schön vor sich hin stapelt. Ah, ist doch zu früh. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was diese Bücher da, ja, für diese Spaß bedeuten würden. Ich hoffe, dass sie mir gefallen. Was war das? Muss ich gucken gehen. Okay, dann werde ich jetzt mal weiterarbeiten. Anja sagt, er ist motiviert heute. Oh, aber sowas So richtig doll, doll. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, ist aber erst Dienstag. Ja, guck mal, er winkt da auch noch. Ist aber erst Dienstag, ne? Morgen geht das Theater, glaube ich, los. Oder hier ab Donnerstag. Wieso Donnerstag? Ja, Lager, Donnerstag, Freitag, Samstag, Wieso Sonntag, Donnerstag? Montag. Na, weil die ersten Vermietungen wieder losgehen. Unter der Donnerstag? Woche. Nicht Freitag? Hast du Nein, gesagt, der vierte Donnerstag ist schon. erst? Okay. Chaoshausen! Ja, und ich habe mir jetzt gerade den kalten Kaffee geholt, den riesigen XXL. Sekunde. Drehen, ohne auszuschwappen. XXL hat er markiert. Auch wenn ein Blabla, das ja Dienstag stattfindet, weil ich habe zwei hintereinander normalerweise, ist auf morgen verschoben. Aber jo. Trotzdem gönne ich mir den jetzt. Ich habe schon gut was weggearbeitet. Schon zwei Telefonate gehabt mit verschiedenen Personen. Jo. Läuft heute. Ich habe noch nichts von meiner normalen, doch eine tägliche Aufgabe ich schon gemacht und andere noch nicht mal weitergemacht, was ich ja im Moment täglich mache, bis es irgendwann mal fertig ist. Aber es läuft halt immer hinten an, wenn ich irgendwas ad hoc machen muss. Und das andere war alles so ad hoc Aufgaben. So, jetzt mach mal hier, mach mal das, mach mal jenes. Okay. Und ich habe auch noch andere Aufgaben, die ich gestern bekommen habe, wo es ja erst um 10 angefangen hat, das Telefonat. Und auch eine Stunde gedauert hat insgesamt. Das werde ich dann Donnerstag anfangen. Genau, da habe ich nämlich noch einen Zeitpuffer drin. Und bis Freitag fertig machen. Das sollte klappen. Das ist nicht so aufwendig. Von daher geht es. Ich muss mir mal einteilen, wann ich was mache. Ne? Genau. Damit ich immer noch aus anderen noch im Blick habe und so weiter und so fort. Sie muss ich immer fragen, bis wann muss es fertig sein. Und er findet es auch ganz gut, wie das dann so händel, dass ich eben alles im Blick habe und überhaupt. Und jo, finde ich gut. Genau. Oh, so viel dazu. Jetzt geht's weiter. Habe mich gerade fertig gemacht. Und jo, der Mellows, ne?
Also ich muss sagen, dieses Zusammenlegen beim Blabla funktioniert prima. Ich habe nur noch Socken übrig. Ein paar Socken weggeschmissen, weil der Gummi nicht mehr schick ist. Der knirscht. Ja. Ich sage, das ist immer auch mehr, als es eigentlich ist. Weil dieses Ding ja auch aufgebaut ist. Und das ist ja einfach mal nichts. Das wird für Kisten, keine Ahnung. Ja. Aber schick. Wieder einiges geschafft. Ich bin zurück und es war so schön. Vor allem mit Lieblingsmusik auf den Ohren aus sämtlichen Jahrgängen quasi. Also noch nicht, ich habe noch nicht alles drauf, oder mir hier markiert bei Spotify, aber ach, das ist echt schön. Also ab sofort mit ganz viel Lieblingsmusik. Ich wollte gerade mal was gucken. Ja, wunderbar. Genau. Und es war einfach großartig. Ein tolles Lied nach dem anderen. Oh, das schreit schon wieder so. Er schreit immer so am Telefon. Dabei ist er jetzt nicht mit alten Menschen unterwegs, also am Telefon, sondern mit einer Arbeitskollegin. Also, oh, ich habe schon gesagt, wir müssten diese Ecke da, wo er sitzt am Esstisch, müsste man so schalldicht machen. Und so viel wieder rumbrüllt. Ach nee. So. Jetzt bin ich eben angekommen und werde mich erstmal akklimatisieren. Mein Kaffee läuft schon durch, der müsste gleich fertig sein. Und dann, ja, habe ich heute das E-Book angefangen. Vorhin schon. Und ja, ah, es ist so. Ich freue mich. Es wäre ein schöner Tag heute. Gucken wir mal, ob der Nachmittag auch so schön wird. Also das heißt auch, ob der Nachmittag schön wird. Also ich meine, ich fange jetzt erst an, so den Tag zu genießen. Davor war ja arbeitenmäßig und da war eine Menge zu tun, was ja okay ist. Und von daher. Aber ich habe den Menschen Wäsche zum Gelegt. Also, was will ich mich sperren, ne? Ich will heute die Küche machen. Ich hoffe, das kriege ich auch aus dem Boden. Logisch, ich bin ja gerade bei den Böden. Genau. Da muss ich erstmal den ganzen Taschenkram und die Ecke da irgendwie freikriegen und mal Daniel fragen, ob wir da irgendwas nochmal kleiner machen können, weil also so viel Taschenwust. Das sieht auch nicht ganz so toll aus. Gucken wir mal. Genau. So viel dazu. Brüllkäfer. Da habe ich schon wieder vergessen, den Vlog zu schneiden. Das ist schon wieder nach 19 Uhr. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit dem Wochenendvlog. Lade ich jetzt gleich hoch. Stelle ihn sofort online. Das ist gut. Ja. Ich weiß nicht, heute war wieder so ein merkwürdiger Tag. Erst war ich total motiviert und dann war ich so lustlos, einfach lustlos. Ja, ich würde jetzt Abendbrot machen, wollte ich schon vor einer Stunde machen, beziehungsweise ich habe vor einer Stunde schon, wollte ich duschen und dann Abendbrot essen. Aber dann, ja, sitze ich jetzt hier und schneide den Vlog. Er kommt noch online. Die Frage ist, wann Shade nachher Abendbrot essen. Weil ich ja dann erstmal auch speichert jetzt. Es ist fast eine halbe Stunde, das dauert ja mit dem Speichern ein bisschen. Ach Mann, ey. Tut mir leid. Aber ich habe es noch geschafft heute. Immerhin. Ich muss erst noch ein Fotochen da, Screenshot machen, damit ich das Thumbnail fertig machen kann. Dann ist das schon mal schön. Aber ich kann nachher auch mal, das muss ich eh noch hochladen. Ja, ich habe jetzt ziemlich Hunger. Richtig doll Hunger und ich brauche einen Kakao. Jawohl. So, ich habe gegessen. Ich habe mir jetzt erstmal einen Kakao gemacht, weil ich den eben wieder vergessen habe. Und werde mich jetzt hier hinpflanzen und lesen in meinem neuen E-Book. Ja, in Dark Elements bittersüße Tränen. Ich glaube, in der Leseliste habe ich bittersüße Träume gesagt. Egal. Man kennt sich, der Titel auch gerne mal falsch. So, hab ich selbst mein Kakao. Ich habe auch Gesellschaft. Ja, die Wäsche muss ich auch noch wegräumen. mache ich kurz vorm Schlafen gehen und dann das ausschnüren. Oh, heute ist irgendwie so ein merkwürdiger Tag. Ich habe heute die Küche nicht gemacht, was ich machen wollte. Aber nun ja, ich habe dafür die Wäsche zusammengelegt. Ich habe das Bad geputzt. Ich habe also nichts gemacht. Wie war das Bett? Etwas ist besser als gar nichts. Ich habe das Bett gemacht heute Morgen. Also ich habe gelüftet überall. Ja,
Also es ist nicht nichts. Genau. So. Jetzt freue ich mich aufs Lesen. Und dann ist schon wieder 20 Uhr. Also jetzt schon wieder 20 Uhr durch. Und geht schon fast ins Bett. Am Morgen ist schon Mittwoch. Das heißt, noch einen langen Tag, zwei kurze Tage und dann ist Urlaub.